So. Heute wollen wir uns mit... Wesemir! Komm da runter! Setz dich hin zu den anderen! Verdammt nochmal! So. Heute beschäftigen wir uns wieder mit den Nekrophagen. Heute die Ertrunkenen und die Nebelinge. Die Ertrunkenen. Verbreiteter Aberglaube. Die einfachen Leute wissen wenig über Ertrunkene. In den armen Märchen heißt es, wenn ein Drecksack, der böse nur genug war, ins Gras beißt und seine Leiche in einem Fluss oder See landet, kommt er als Ertrunkener zurück. Ertrunkene sind stumpfsinnige Bestien, die dafür leben, unglückliche Bastarde zu ertränken und ihre Leichen zu fressen. Sind nicht die gefährlichsten Biester auf der Welt, aber sie verbünden sich gerne gegen einen. Wenn ihr einen Ertrunkenen seht, dann verstecken sie sich wahrscheinlich 2 oder 3 weitere im Wasser. Rudolf Katzmeer. Hexerkenntnisse. Ertrunkene sind tatsächlich keine ertrunkenen Frevler. Die meisten Leute denken das aufgrund von Volksmärchen und beliebten Büchern über Ungeheuer. Ertrunkene, wie alle Nekrophagen, entstammen einer anderen Ebene, die vor vielen Jahrhunderten durch die Sphärenkonjunktion in dieses Reich gerieten. Da sie hier keine ökologische Nische haben, sind sie zu einer Landplage geworden. Ertrunkene ziehen Küsten, Flüsse und Sumpfgebiete vor. Sie sind amphibisch und verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Wasser. Wenn sie doch herauskommen, dann normalerweise, um ihren Mägen zu folgen, um sich etwas zu schnappen, das nah am Wasser ist, oder an Land nach Nahrung zu suchen. Wenn sie etwas zu fressen finden, dann springen sie es mit um sich schlagenden Klauen an, greifen in der Gruppe an und umzingeln ihre Beute. Es kann extrem schwer sein, mit einer großen Gruppe aus Ertrunkenen fertig zu werden. Sie überwältigen eine Person, indem sie mit Gewalt und von allen Seiten angreifen. Aufgrund der grässlichen, schmutzigen und toxischen Gewässer, an die sie gewöhnt sind, sind sie immun gegenüber Giften und man muss einigen Aufwand betreiben, um sie abzuschrecken. Allerdings sind sie auch außergewöhnlich und unglaublich dumm. Die wenigen Studien, die es über Ertrunkene gibt, sind sich alle darin einig, dass sie ungefähr so intelligent sind wie Raubfische. Sie handeln vollkommen nach Instinkt. Man kann mit ihnen in keinster Weise vernünftig reden und sie sind sogar immun gegenüber Zaubern, die sie mental oder emotional beeinträchtigen würden. Das bedeutet nicht, dass sie niemals Pläne schmieden, die über Angreifen hinausgehen. Und man kann sie gut mit glänzenden Dingen ablenken, solange sie kein Blut geschmeckt haben. Ertrunkene sind außerdem äußerst anfällig gegen Feuer. Das ist deine Waffe. Da sie unglaublich dumm sind, werden Ertrunkene auch weiterkämpfen, wenn sie in Flammen stehen oder nicht versuchen, es zu löschen, bis sie beinahe tot sind. Die Nebelinge. Verbreiteter Aberglaube. Nebelinge? Nebler? Hab beides gehört, ist aber wohl ein Dialekt. Ha! Wie auch immer, hatte bisher nicht das Glück, einem von diesen Viechern zu begegnen. Die Leute meinen, die treiben sich an den Ufern des Ponta und der Jaroga herum. Aber wenn, dann ist das ein hübscher Schlamassel. Gibt da so ein Ammmärchen, das ich in Verden gehört habe. Heißt, die Nebelinge bringen den Nebel und verstecken sich darin. Wenn ihr jemals bei Nacht eine Nebelbank auf euch zukommen seht, dann bleibt genau da stehen, wo ihr seid. Nebelinge bringen euch dazu, Dinge im Dunst zu sehen. Wenn ihr weitergehen müsst, dann wascht eure Augen am besten mit Sumpfwasser aus. Etwas da drin spült die Magie aus euren Gucköchern und lässt euch die Nebelinge so sehen, wie sie wirklich sind. Rudolf Katzmeer. Hexerkenntnisse. Der Nebel stellt für Reisende eine Gefahr dar, ist aber bei weitem nicht so gefährlich wie mit einem Licht darin. Der Körper eines Nebelings leuchtet leicht und lockt Reisende in ihr Verderben. Ausweidung durch das Ende einer langen und krummen Klaue in diesem Fall. Solange er im Nebel lauert, ist der Nebeling eine Bedrohung. Er kann verschwinden und eine trügerische Umgebung schaffen, worin er seine unsichtbare Gestalt verbirgt und sogar mit Abbildern von sich selbst bevölkert, die sich auflösen, sobald man sie schlägt. Sich die Augen mit Sumpfwasser auswaschen bringt gar nichts und es ist ekelhaft, höchstens, dass man sich noch irgendwas einfängt dabei. Wenn der Nebeling schließlich aus der Unsichtbarkeit herauszuschlägt, wird er für einen Augenblick wieder sichtbar, sodass ihr einen Gegenangriff durchführen könnt. Quen ist ein großartiges Hilfsmittel, um euch gegen diesen Angriff zu schützen, wenn ihr wisst, dass er bevorsteht. Solltet ihr einen Nebeling überraschen können, hält eine Dimeritium-Bombe ihn davon ab, seinen Nebel zu beschwören, sodass ihr einen Gegenangriff durchführen könnt. Wenn nicht, bleibt der Nebeling durch ein vorbereitetes Zeichen Irden oder die Verwendung von Mondstaubbomben sichtbar und damit verwundbar. Wenn ihr mit einem Magier oder einem Priester reist, kann dieser ebenfalls den Nebel auflösen, wodurch der Nebeling seines üblen Tricks beraubt wird. Dies wäre dann der perfekte Zeitpunkt, dem Ungeheuer mit der präzisen Anwendung von Nekrophagenöl beizukommen. Merkt euch all dies sehr genau. Es kann euer Leben bedeuten, das alles zu wissen und die Ungeheuer richtig zu erkennen, wenn ihr die Spuren findet. Ach ja, und Wesemir. Wenn ich dich nochmal im Regal so rumklettern sehe, zur Belustigung der anderen, darfst du 3 Tage ohne Schlaf am Pendel trainieren. Und nun in die Schlafkammern mit euch. Ruht euch aus für morgen.